Margaret Thatcher, Simone Weil, Angela Merkel. Was haben diese drei Frauen gemeinsam? Sie waren alle drei Erste. Erste Premierministerin in England, erste Präsidentin des EU-Parlaments, erste Bundeskanzlerin. Diese und ganz viele weitere Erste habe ich mir angeschaut in meinem Buch Die Ersten ihrer Art. Frauen verändern die Welt. Draufgebracht hat mich eigentlich ein Zitat von Faith Whittlesey, einer amerikanischen Politikerin, die mal gesagt hat, Ginger Rogers hat eigentlich nichts anderes gemacht als Fred Astaire, aber sie hat es rückwärts gemacht und auf High Heels. Und das ist ja genau das, was Frauen leisten müssen, um dorthin zu gelangen, wo Männer seit Jahrhunderten ganz selbstverständlich agieren, nämlich an die Schaltstellen der Macht. Sie müssen die extra Meile laufen. Und das hat mich interessiert. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Lesen, entdeckt viele neue Erste und viele alte Erste vielleicht neu und holt euch ein paar Tipps. Und wenn ihr selber irgendwo mal die Erste seid, dann nehmt ihr euch hoffentlich zu Herzen, was Kamala Harris' Mutter gesagt hat. Wenn ihr die Erste seid, bleibt nicht die Einzige.